Und bei mir nun Eva Bulling-Schröter, die Spitzenkandidatin der Linken. Einen schönen guten Morgen hier im ZDF-Morgenmagazin auf dem Nockerberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Bulling-Schröter, kann die Linke Heimat? Ja, natürlich kann die Linke Heimat. Das hört man ja schon an meinem Dialekt. Natürlich kann die Linke Heimat. Und ich sag mal, Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle. Und hat das im Wahlkampf bei Ihnen auch eine Rolle gespielt, das Thema? Ja, natürlich. Heimat hat eine Rolle gespielt. Heimat für diejenigen, die zu uns kommen. Heimat für diejenigen, die hier leben. Soziale Sicherheit ist für mich Heimat. Klimaschutz ist für mich Heimat. Die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, das ist alles für mich Heimat, dort, wo ich mich wohlfühle. Wir sprechen gleich weiter, Frau Bulling-Schröter, haben aber noch den MoMA-Steckbrief für Sie. Mein Name ist Eva Bulling-Schröter, ich bin bayerische Spitzenkandidatin der Linken für den Landtag in Bayern. Bayerisch bekannt ist der Name noch nicht. Trotzdem will sie Historisches schaffen. Eva Bulling-Schröter, 62, eine von zwei Spitzenkandidaten für die Linke. Bulling-Schröter ist gelernte Schlosserin, dreimal in den Bundestag gewählt und hier ein Unikat, die einzige Handwerkerin im Parlament. Auch ich werde dieses Hohe Haus verlassen, nach 20 Jahren. 2017 zieht sie in Berlin einen Schlussstrich und will jetzt die Linke in den Landtag führen. Es wäre das erste Mal. Wir zählen uns zu den widerständigen Bayern und ihr offensichtlich auch. Mehr für die Mehrheit heißt das Wahlprogramm und mehr ist wirklich das Schlüsselwort. Mehr Lohn, mehr Wohnungen, mehr Rente, mehr Lehrer, mehr Mitsprache. Ob's mehr hilft als die letzten Male? Linke im Landtag, das wäre für Bayern schon was Besonderes. Ja, das wäre wirklich was Besonderes, weil es das noch nie gab. Sie saßen noch nie im Landtag mit den Linken. Hier in Bayern liegen jetzt bei 4%, da ist noch alles offen. Aber profitieren Sie und die Linken doch nicht vor allem von der Krise der anderen Parteien, von der Krise der SPD zum Beispiel? Auch das, also die Parteien haben viel falsch gemacht. Die Menschen merken das. Ich sag mal, Altersarmut, Kinderarmut, auch hier in Bayern, in diesem reichen Bayern. 15% der Bevölkerung hier in Bayern liegen an der Armutsgrenze. Das ist ein unerträglicher Zustand. Stichwort Pflegenotstand, Wohnungsnotstand. Ganz, ganz schlimm. In Bayern sind vielfach die Wohnungen nicht mehr bezahlbar und da muss sich wirklich was verändern. Wenn die Probleme so stark sind und wenn die Krise der anderen Parteien so stark ist, also die SPD liegt bei 12% im Politbarometer, warum können Sie dann nicht mehr davon profitieren? Vielleicht, weil wir noch ein bisschen wenig Mitglieder haben, weil wir noch nicht in der Fläche so präsent sind und weil uns einige noch nicht kennen. Was bekommen denn die Wähler bei Ihnen, was sie bei der SPD oder bei den Grünen nicht bekommen? Konsequenz auf alle Fälle. Und ich sag mal, die SPD beweist ja, was sie machen kann in Berlin. Da macht sie nämlich nichts in dieser Koalition. Und ich denke auch, in Sachen Ökologie haben wir was zu bieten. Und da halte ich den Grünen entgegen. Wir wollen keinen grün lackierten Kapitalismus, sondern wir wollen einen echten ökologischen Umbau, der sozial abgefedert ist. Das hieße konkret? Das hieße konkret bei Ökosteuern zum Beispiel, dass ich dieses Geld in den ökologischen Umbau stecke. Dass ich zum Beispiel Strompreise sozial staffle. Dass ich mehr öffentlichen Nahverkehr mache, dass der kostenlos sein muss. Dass hier mehr Geld in diese, wie zum Beispiel Bahn, gesteckt wird. Nun kann man sich ja kaum vorstellen, dass Sie wirklich auf dem Land, was ja in Bayern doch noch sehr konservativ ist, mit linker Politik erfolgreich haben. Liegt Ihr Erfolg jetzt vor allem in den Städten? Wir haben natürlich in den Städten mehr Erfolg, aber auch am Land. Da gibt es Probleme, also Frage Entvölkerung, Strukturen, die eben wegbrechen am Land und auch die Frage Tierhaltung. Das sind alles Fragen, die auch unsere Wähler am Land interessieren. Mehr für die Mehrheit heißt Ihr Wahlprogramm. Und da geht es um mehr Lohn, mehr Wohnungen, mehr Rente, mehr Lehrer. Hört sich alles gut an. Woher soll das Geld kommen? Wir haben Geld, wir haben im Bund Geld und wir haben im Land Geld. Und ich sag mal, wir wollen ja auch umverteilen. Wir wollen eine höhere Einkommensteuer. Wir wollen die Millionäre am Starnberger See wesentlich stärker besteuern. Und das ist jetzt keine linke Spinnerei, sondern wenn wir die Einkommensteuer hätten, die unter Kohl stattgefunden hat, dann wären das 60 Millionen mindestens mehr. Und das war keine sozialistische Politik. Nun ist ja Bayern ein gespaltenes Land. Rechts, links, arm, reich, Stadt, Land. Was tut denn die Linke dafür, Bayern
wieder zusammenzuführen? Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, denn eine ganze Reihe von Menschen fühlen sich abgehängt von dieser Politik. Und ich habe es ja schon genannt, es sind die Armutsrenten. Es ist nicht gesehen werden. Viele Menschen sagen, diese Politik interessiert sich nicht für uns. Die Menschen wiederzusehen, Pflegenotstand, wie geht es in den Altersheimen vor sich? Was ist mit der Bildung? Es gibt zu wenig Bildung hier in Bayern. Und das sind aber alles Punkte, die anderen Parteien auch in ihrem Programm haben. Eigentlich alle Parteien. Rente, Bildung, wollen sich alle drum kümmern. Ja, aber machen sie es denn? Also ich meine, Pflegenotstand ist seit 10 Jahren mindestens bekannt, wird diskutiert und was wird gemacht? Nix. Ja, so ungefähr. Und ich denke, wir wollen da wirklich auch was tun. Und natürlich braucht man da auch Geld. Die anderen sind nicht bereit, umzuverteilen. Die haben da Angst. Ich meine, die werden ja auch gesponsert, alle anderen Parteien außer die Linke im Bundestag. Das kann man nachvollziehen. Und natürlich entspricht es auch oft der Politik dieser Parteien. Wir werden sehen, wie es für Sie ausgeht. Sie liegen beim aktuellen Politbarometer bei 4%. Da ist noch alles drin. Kann sein, muss nicht sein, dass Sie reinkommen. Wir Doch, danken. Muss schon. Ich muss schon, ja, also genau. Wir werden es sehen. Frau Bullig-Schröter war das, die Spitzenkandidatin der Linken. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und wir melden uns in einer halben Stunde schon wieder hier aus dem Nockherberg und sprechen dann mit dem Spitzenkandidaten der FDP. Erstmal zurück nach Berlin. Wir sind gespannt. Danke. Vielen Dank und bis später.